beste Weg, in den Tag zu starten an einem heißen Tag, ist mit frischer Limonade. Sehr, sehr warm hier gerade in Istanbul, deswegen immer schön viel trinken. Hier mal unterwegs sehr viel trinken, Leute. Frisch gepressten Saft gibt es hier. Ich empfehle euch immer Orangensaft und Granatapfel. Sehr, sehr lecker auf jeden Fall. Frisch gepresst hier, wie ihr seht. Frisch rein in den Becher. Orange. Dann haben wir den Saft. In Istanbul gibt es an eigentlich jeder Ecke so Fruchtläden. Auf jeden Fall immer sehr viel trinken, kann ich euch empfehlen. Sehr gesund und lecker. Also mit Kinderwagen sollte man sich hier doppelt überlegen. Nicht gerade sehr kinderfreundlich hier die Stadt. Also Leute, wenn ihr nach Istanbul wollt, trainiert auf jeden Fall eure Beine. Ich bin hier schon die ganze Zeit unterwegs. Es ist eine sehr hügelige Stadt, deswegen vor der Istanbul-Reise schön Beine trainieren. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch mal eine Pause machen. Immer viel kalten, gekühlten Wasser holen und schön trinken bei dem Wetter. Ich stehe mir vor dem Galata-Turm und da ist jetzt wieder so eine lange Touristenschlange. Oh mein Gott. Einfach viel zu lange Schlange. Ich liebe diese alten Häuser in Istanbul. Jetzt in der Istiklal Caddesi, Istiklal Straße angekommen. Das ist quasi die Einkaufsmeile. Wir sehen hier die Fahnen von Galatasaray Istanbul. Die wurden Meister, deswegen ist das überall mit deren Fahnen geschmückt. So, jetzt tauchen wir rein in die Istiklal Straße. Mal sehen, was uns alles hier noch erwartet. Es ist hier so eine Trennmark. Es gibt sehr viele Bücherhäuser, wo man auch gleich Kaffee trinken kann und ein Buch lesen kann. Sehr, sehr schön. Das Fahnenmeer aus rot-gelben Flaggen lässt keinen Zweifel, wer dieses Jahr in Istanbul Meister wurde oder in der Türkei Meister wurde. Das hat er hier überall angebracht. Versucht auf jeden Fall immer im Schatten zu laufen. Es ist sehr, sehr warm hier, wirklich. Immer schön im Schatten laufen und nicht auf der linken Seite, wo die Sonne ist. Hier, wir sind jetzt da, Inci Pastanesi, Inci Pastry, beste Profiterole in ganz Istanbul. Nein. Ich meine den ganzen Profiterole. So sieht das Ganze drin aus. Klein, aber fein. Das Interessante ist, dass jede Limonade anders schmeckt. Also ich esse mein Lieblingsgetränk im Sommer in Istanbul, Limonade, selbstgemachte. Und in jedem Land schmeckt es anders und schmeckt irgendwie alles irgendwie sehr, sehr gut, auf jeden Fall. So, unser Profiterol ist jetzt da. Wir haben hier voll mit Schokolade. Und ihr seht, das sieht schon sehr fluffig aus. Mit Sahne drin. Schaut euch das an. Ich probiere das mal jetzt. Alles ist Dark Chocolate auf jeden Fall. Und drinnen ist sehr cremig und sehr fluffig. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ist auf jeden Fall sehr, sehr deftig, Leute. Ist keine leichte Speise, ist sehr, sehr deftig, das muss ich schon sagen. Also, das sollte man nicht direkt nach dem Essen essen, sondern da wird man sonst einschlafen. So Leute, mein Fazit ist, der Profiterole war auf jeden Fall nicht schlecht, aber für warmen Sommertag ist das auf jeden Fall nicht wirklich was. Da würde ich eher Eis oder etwas Kühles empfehlen. Wenn ihr Ruhe braucht und etwas Erholung, dann könnt ihr in jede Moschee in Istanbul gehen. Keiner wird euch schief angucken, selbst wenn ihr keine Muslime seid. Und hier habt ihr dann Erholung, vor allem wenn ihr mit Kindern unterwegs seid. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Thank you.
Wenn man dann am Ende von der Istiklalstraße ist, hier seht ihr es dann, der Taxiplatz. Und dann gibt es hier an dieser Seite sehr viele Dönerläden. Und ich probiere etwas ganz Außergewöhnliches, diesen feuchten oder diesen nassen Burger. Probiere ich jetzt mal. Döner gibt es hier auch. Hier ist dieser feuchte Burger. Seht, der ist ein bisschen Tomatensoße und Fleischstück drin. Das Brot ist sehr, sehr in Tomatensoße eingeweicht und da ist noch drin so ein zartes Stück Fleisch. Kann man sich geben, kostet 5 Lira, ist 1 Euro. Ich würde immer statt einen Hamburger bei McDonald's mal so einen feuchten Burger essen. Das ist der feuchte Burger. Habe ich eine Soße von der Warme? Ja, das ist schon der Tomatensoße Warme. Also mein Fazit, wer ein hartgesockener Profiterol oder Profiterol-Fan ist, der kann sich das auch an einem heißen Sommertag reinziehen, aber ansonsten lieber etwas Kühles.